Hallo, liebe Hausbauhelden. Die Heizung auf Wärmepumpe umrüsten in Bestandsgebäuden ist gerade ein ganz großes Thema. Wir haben ja für euch schon mal einen Ratgeber zum Thema Wärmepumpeheizung gemacht und damals ging es nur um Neubauten und ganz viele haben gefragt, wie sieht es denn in älteren Gebäuden aus? Muss mein Haus komplett gedämmt werden? Kann ich eine Wärmepumpe auch sinnvoll mit Heizkörpern betreiben? Und wie vermeide ich horrend hohe Stromkosten? Dazu habe ich ein paar neue Erkenntnisse für euch und ein neues Praxisbeispiel. Also bleibt dran. Die Wärmepumpe als Heizung im Neubau hat sich ja jetzt schon wirklich etabliert, aber es gibt ganz große Vorbehalte, was den Einsatz in älteren Gebäuden angeht. Das hat auch Gründe. Jeder kennt einen Medienbericht oder irgendeinen Bekannten von einem Bekannten, der nach einem Heizungstausch zu einer Wärmepumpe hin von horrenden Stromkosten berichtet hat. Es geht auch anders und was ihr beachten müsst und welche Faustregeln es so gibt, damit ihr abschätzen könnt, welchen Aufwand ihr für euer Haus hättet, das schauen wir uns jetzt gleich in dem Ratgeber hier zusammen an. Vorweg aber eine Sache, egal welche Faustregeln ihr habt, ihr braucht immer einen Fachplaner, der auf euer Projekt das alles abstimmt und seriös durchrechnet. Dann kann das funktionieren. Es gibt nämlich mittlerweile seriöse Studien, die belegen, dass moderne Wärmepumpen auch im Altbau ökonomisch und ökologisch sinnvoll betrieben werden können. Laut Bundesverband Wärmepumpe haben sich die Absatzzahlen für Heizungswärmepumpen in Deutschland von rund 86.000 im Jahr 2019 auf rund 154.000 im Jahr 2021 erhöht. Tendenz weiter stark steigend. Angeheizt wird dieser Wärmepumpenboom einerseits durch politische Ziele, durch die Energiekrise, den Krieg in der Ukraine, aber auch durch eine stattliche staatliche Förderung. Dazu kommen wir auch am Ende des Videos. Doch jetzt schauen wir uns erstmal die Vorbehalte und Fragen an, die viele dazu haben. Erstens, können Wärmepumpen im Bestand überhaupt sinnvoll betrieben werden? Also zu Deutsch, wird das Haus warm und werden die Stromkosten kalkulierbar sein? Zweitens, müssen alle Bestandsgebäude zuerst umfänglich saniert werden? Also muss die Außenhülle gedämmt, die Fenster getauscht und eine Fußbodenheizung eingebaut werden? Und drittens, sind Wärmepumpen in der Lage, die hohen Vorlauftemperaturen zu gewährleisten, die ein älteres Gebäude mit Heizkörpern benötigt, ohne dass mit dem elektrischen Heizstab quasi eine Direktheizung mit Strom entsteht und horrende Rechnungen drohen? Es gibt eine Studie, die nennenswert ist, wenn es um die Frage geht, wie ökologisch und ökonomisch sinnvoll Wärmepumpen im Bestand betrieben werden können. Die ist vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, kurz ISE in Freiburg, die sich seit 20 Jahren wirklich in der Praxis mit dem Thema beschäftigen. Und Kernfrage ist immer, wie hoch ist die Jahresarbeitszahl tatsächlich im Betrieb? Das heißt, wie viel Kilowattstunden Heizenergie kann die Anlage tatsächlich im Praxisbetrieb aus einer Kilowattstunde Strom gewinnen? Denn daran zeigt sich immer sehr gut, wie wirtschaftlich funktioniert das System. Untersucht wurden hier über mehrere Jahre 59 Wärmepumpen. Wir betrachten jetzt mal nur die Luftwasserwärmepumpen, die am häufigsten draußen in der Praxis zum Einsatz kommen. Und hier ergab sich eine tatsächliche Jahresarbeitszahl von 2,5 bis 3,8. Der Mittelwert lag bei 3,1. Ausschlaggebend für die Effizienz sind laut dieser Studie vor allen Dingen die erforderlichen Vorlauftemperaturen im Heizsystem, und zwar zu den Zeiten, wenn am meisten geheizt wird und nicht an den wenigen Tagen im Jahr mit Spitzenlast, wenn die Außentemperaturen bei minus 12 Grad oder minus 16 Grad liegen und die Temperaturdifferenz sehr hoch ist. Der Gesamterfolg hängt immer von einer guten Planung und vor allen Dingen sorgfältigen Installation mit anschließendem hydraulischen Abgleich ab. Ein Umstieg auf Flächenheizsysteme ist nicht zwangsläufig erforderlich, denn die Ergebnisse haben gezeigt, dass auch Heizkörper mit vergleichsweise geringen Temperaturen betrieben werden können und in der Praxis auch betrieben wurden. Auf dem Markt gibt es mittlerweile nicht nur andere modernere Wärmepumpengeräte, sondern auch moderne Heizkörper, die bei gleichem Platzbedarf wesentlich geringere Heizkreistemperaturen benötigen.
Probleme, die oft zu unvorhergesehenen hohen Kosten führen, sind folgende. Erstens, die Vorlauftemperaturen sind zu hoch bzw. höher, als in der Berechnung für die Planung der Anlage zugrunde gelegt wurde. Zweitens, die Heizkörper sind zu klein dimensioniert und drittens, die Wärmepumpe ist zu klein dimensioniert. Dann springt nämlich zu oft der elektrische Heizstab an und der sollte nur für die Abdeckung der letzten 5% der Wärmeanforderung bei seltenen Extremtemperaturen notwendig sein. Lösungsansätze sind hier, dass die Heizlast vorher wirklich für jeden Raum richtig berechnet wird und dann die Wärmepumpe mit der passenden Heizleistung ausgesucht wird. Außerdem muss die Vorlauftemperatur mal gemessen werden, also im jetzigen Betrieb. Wie viel Kilowattstunden Energie wurden denn im letzten Jahr nur für Heizwärme benötigt? Das kann schon mal ein Ansatzpunkt sein. Und oft reicht es dann nämlich schon an kritischen Stellen, also in Räumen, wo es nicht warm genug wird, größere Heizkörper einzubauen und es muss keine komplette Sanierung zur Flächenheizung sein. Warum macht es Sinn, dass ihr eure konkreten Vorlauftemperaturen kennt? Es gibt Feldstudien, die belegen, dass eine Vorlauftemperatur von 55 Grad so ungefähr eine Daumenregel ist, also so ungefähr eine Grenze, bis zu der es einfach möglich ist, eine alte Heizung gegen eine Wärmepumpe zu tauschen. Es gibt heute auf dem Markt natürlich auch Geräte, die höhere Vorlauftemperaturen von 60 bis 70 Grad wirtschaftlich bereitstellen können, das heißt ohne Einsatz des elektrischen Heizstabs. Und dazu kommen wir jetzt unter anderem in unseren Praxisbeispielen. Kommen wir zum ersten Praxisbeispiel. Es handelt sich ursprünglich um ein Einfamilienhaus, Baujahr 1960 mit 140 Quadratmetern beheizter Fläche. Das Haus wurde umfänglich saniert, das Dach wurde gedämmt und es wurde eine Fußbodenheizung eingebaut. Außerdem wurde das Haus in zwei Wohneinheiten aufgeteilt. Deshalb wurden hier zwei Luftwasserwärmepumpen installiert und ergänzt wird die Heiztechnik durch 6 Klimageräte. Durch eine Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von 12 Kilowatt Peak inklusive eines 7,5 Kilowattstunden Speichers kann das Haus teilweise autark mit Strom versorgt und CO2-neutral beheizt und gekühlt werden. Mein Name ist Wolfgang Lehmann, ich bin 56 Jahre jung. Wir stehen hier vor meinem Elternhaus, ein Altbau aus dem Jahre 1959-60. Und wir zeigen euch heute mal, wie man mit Einsatz modernster Technik im Bereich regenerative Energien, aber Klimatechnik, Wärmepumpentechnik, Fußbodenheizung, einen Altbau auf modernste Technik umrüsten kann. Für die Erdgeschosswohnung wurde eine Luftwasserwärmepumpe mit 8 Kilowatt Leistung eingebaut, die neben der Heizung auch die Warmwasserbereitung übernimmt. In der Obergeschosswohnung kam ein wandhängendes Gerät mit 6 kW Leistung zum Einsatz. Das Warmwasser wird hier durch einen elektrischen Durchlauferhitzer bereitet. Diese Geräte können nicht nur an eine Fußbodenheizung, sondern auch an ein Wärmeverteilsystem mit Heizkörpern angeschlossen werden. In diesem Haus gab es verschiedene Aufgabenstellungen. Einerseits natürlich hier in meinem Wohnzimmer ein Wohlfühlklima mit einer Stylish-Anlage zu erzeugen. Im Fußboden ist dann eine Fußbodenheizung eingefräst worden und nachträglich dann verschlossen worden. Im Keller kommen 2 Klimaanlagen zum Einsatz, weil dort keine Fußbodenheizung ist. Das Ganze wird dann abgerundet mit einer Photovoltaikanlage, sodass ich dementsprechend natürlich auch glücklicherweise meine gesamten Energiekosten dann reduzieren kann. Die Montage der Fußbodenheizung hat mit Daikin Cut auch völlig problemlos funktioniert. Innerhalb von 2 Tagen wurden die Leitungen gefräst. Die Maschinen haben eine integrierte Staubabsaugung, sodass das Ganze hier völlig staubfrei vonstatten gegangen ist. Was die Klima-Innengeräte angeht, wurde im Wohnzimmer ein Designgerät gewählt, das praktisch unhörbar leise arbeitet und dank eines intelligenten Thermo- und Bewegungssensors die Temperaturen erkennt und das Raumklima automatisch optimiert. Im Schlafzimmer wurde ebenfalls ein sehr leises Gerät eingesetzt, das auch Pollen und Milben aus der Luft filtern kann. Da es im Keller des Hauses auch ein leichtes Problem mit zu hoher Luftfeuchte und Schimmel gab, wurde hier ein Heiz- und Kühlgerät eingesetzt, das auch Entfeuchten und Pilzsporen und Gerüche neutralisieren kann. Draußen wurden die Außengeräte für die beiden Wärmepumpen und für die Klimageräte installiert. Auch diese sind mit 35 dBA im Nachtbetrieb sehr leise. Das entspricht ungefähr leisem Blätterrascheln, sodass hier weder Bewohner noch Nachbarn gestört werden. Die 6 Klimageräte sind an 2 Multisplit-Außengeräte angeschlossen, an die jeweils mehrere Innengeräte auch nachträglich noch angeschlossen werden können. Noch 2 Anmerkungen zur Ökologie von mir. In dem Fall ist das Kühlen mit Klimageräten ökologisch unkritisch, weil hier im Sommer natürlich, wenn der höchste Kühlbedarf besteht, auch die höchste Sonneneinstrahlung vorherrscht. Das heißt, es kommt so viel Strom vom Dach,
dass der weder anderweitig verbraucht, noch ins Netz eingespeist, noch in den bereits vollen Speicher eingelagert werden kann. Auch wichtig für die ökologische Betrachtung ist natürlich das verwendete Kältemittel und in diesem System kommt das relativ unbedenkliche Kältemittel R32 zum Einsatz. Kommen wir zum zweiten Praxisbeispiel, das ich euch noch kurz zeigen möchte, weil hier ein Altbau ausgestattet wird, der vorher nicht energetisch saniert wurde. Auch ein normales Heizverteilsystem mit Heizkörpern zum Einsatz gekommen ist. Und das Ganze ist mit einer sogenannten Hochtemperatur-Wärmepumpe ausgestattet worden. Das Haus stammt aus dem Jahr 1968 und hat ebenfalls eine Wohnfläche von 140 Quadratmetern. Es wurde 2018 teilweise renoviert und neue Heizkörper wurden eingebaut. Das alte Heizsystem, eine 22 Jahre alte Gasbrennwertheizung mit einer Nennleistung von 22 kW, wurde im November 2020 gegen eine Luftwasserwärmepumpe mit 14 kW Leistung getauscht. Beim Heizungstausch wurden keine weiteren Modernisierungsmaßnahmen am Haus vorgenommen und die bestehende Wärmeverteilung mit Heizkörpern wird weiterhin genutzt. Im April 2021 wurde zusätzlich eine 12,6 Kilowatt-Peak Photovoltaikanlage mit einem 9,8 Kilowattstunden Energiespeicher installiert. Die hier verbaute Hochtemperatur-Wärmepumpe schafft laut Herstellerangaben aufgrund eines speziellen Kompressors mit Doppeleinspritzung die Vorlauftemperatur von 70 Grad rein aus der Verdichterleistung, ohne Einsatz des elektrischen Heizstabs. Zu dem zweiten Beispiel gibt es tatsächlich auch einen Verbrauchskostenvergleich, denn die Bewohner haben in den vergangenen 3 Wintern sowohl die Kosten für das Gas als auch die Stromverbrauchskosten der Wärmepumpe aufgezeichnet. Dem Verbrauch der Gasheizung mit 18.600 Kilowattstunden im Winter 2018-19 stehen 5.300 Kilowattstunden Stromverbrauch im Winter 2021 der Wärmepumpenanlage gegenüber. Rechnet man die Verbräuche mit den Grundversorgerpreisen Stand Januar 2022, so ergibt sich eine deutliche Kosteneinsparung. Die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe betrug dabei im Schnitt 3,46. Und dadurch, dass der benötigte Strom, anders als das Gas für die alte Heizung, durch die Photovoltaik teilweise selbst produziert werden kann, sind die Stromkosten für den Haushalt auf 800 Euro reduziert und die Unabhängigkeit von externen Energieversorgern hat sich extrem erhöht. Klar ist natürlich, dass so ein Heizungstausch auch Geld kostet, das ins Haus investiert worden ist. In dem Fall kam ja auch immer die Photovoltaikanlage noch dazu. Aber für diese Maßnahmen gibt es ja auch teilweise stattliche staatliche Förderungen. Tauscht ihr eine alte Heizung gegen eine Wärmepumpe aus, gibt es bis zu 40% der Investitionssumme als Zuschuss vom Staat. Bei einer Sanierung habt ihr grundsätzlich die Wahl. Wird das Gebäude auf einen speziellen Effizienzhausstandard saniert, kann die Förderung über die Bundesförderung für effiziente Gebäude, kurz BEG, als Kreditförderung erfolgen. Werden nur einzelne Maßnahmen, zum Beispiel ein Heizungstausch, durchgeführt, können diese auch als Einzelmaßnahmen beim BAFA gefördert werden. Auch eine Kombination aus beiden Programmen ist möglich. Bei Ersatz einer funktionstüchtigen Öl-, Kohl- oder Nachtspeicherheizung erhöht sich der Fördersatz auf 35% bzw. 40%. Die höheren Fördersätze werden ebenfalls für den Austausch einer Gasetagenheizung und einer über 20 Jahre alten Gaszentralheizung gewährt. Wichtig zu wissen, es werden nur Anlagen gefördert, die bestimmte Effizienzkriterien erfüllen. Das Gesamtsystem muss mindestens eine Jahresarbeitszahl von 2,7 erreichen. Eine Liste, wo ihr förderfähige Produkte findet, habe ich euch unten in der Description verlinkt. Und jetzt habe ich noch ein paar Tipps und Anmerkungen für euch, wie ihr unvorhergesehen hohe Stromkosten beim Heizen mit einer Wärmepumpe vermeiden könnt. Vor der Inbetriebnahme der Wärmepumpe sollte auf jeden Fall ein hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage gemacht werden. Das stellt nämlich sicher, dass alle Heizkörper korrekt versorgt werden und die niedrigen berechneten Vorlauftemperaturen auch wirklich funktionieren. Bei den meisten modernen Geräten kann man den Energieverbrauch über ein Display komfortabel ablesen und im Auge behalten. Ansonsten ist der Einbau von Strom- und Wärmemengenzählern sinnvoll, damit ihr immer die Kontrolle behaltet. Wichtig ist, dass das Gesamtsystem stimmig und aufeinander abgestimmt ist. Und auch das Nutzerverhalten sollte intelligent sein. Richtig lüften, nie ganz auskühlen lassen und Temperaturen mit Augenmaß wählen. Die Raumtemperatur, die bei der Berechnung
zugrunde liegt, ist entscheidend. Das ist nämlich oft nur 19 oder 20 Grad. Und wenn ihr es jetzt im Wohnzimmer immer gern 23 Grad habt und dann dauerhaft die Heizung viel höher stehen habt als berechnet, dann führt das zu viel höheren Verbräuchen. Denn ein Grad mehr kostet etwa 6% mehr Energie. Das summiert sich dann übers Jahr schon zu sehr, sehr hohen Summen zusammen. Bei welcher Temperatur ihr euch wohlfühlt, ist natürlich individuell ganz unterschiedlich und euch überlassen. Aber es gibt auch ein paar äußere Kriterien. Wenn ein Haus gut gedämmt ist und die Innenwände eine höhere Oberflächentemperatur haben, verliert der Mensch weniger Wärme über Strahlungsaustausch. Das heißt, man hat auch eine große Behaglichkeit in einem Raum bei niedrigeren Raumlufttemperaturen. Und das spielt eine Rolle. Deshalb macht es Sinn, sich Gedanken zu machen, ob man bei bestimmten Werten nicht doch erst was am Haus macht. Es gibt Experten, die sagen, wenn das Haus mehr als 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr an Energie braucht, das könnt ihr beim Energieberater oder aus eurem Energiepass ablesen, sollte man darüber nachdenken, ob man nicht doch erst was an der Haushülle macht, bevor man die Heizung tauscht. Ihr könnt hier auch selbst mal einen kleinen Test durchführen. Wenn ihr bei extrem niedrigen Außentemperaturen die Vorlauftemperatur an eurer bestehenden Heizung mal auf 55 Grad absenkt und guckt, was passiert, und es wird euch trotzdem warm genug im Haus, kann das so ein Anhaltspunkt sein, dass ein Heizungstausch relativ unproblematisch funktionieren kann. Es kann sein, dass ihr dann an einigen kritischen Stellen größere Heizkörper braucht oder besonders krasse Wärmebrücken wie zum Beispiel alte Dachfenster tauschen müsst. Aber das ist vom Aufwand her überschaubar und was ganz anderes als eine energetische Komplettsanierung. Es kann aber eben auch sein, dass ihr ohne umfangreiche Maßnahmen umsteigen könnt, denn die Anlagentechnik ist mittlerweile soweit. Wichtig ist, das Ganze muss seriös durchgerechnet werden. Klar ist, der Energieverbrauch für Heizwärme im Bestand muss gesenkt werden und die Energie, die wir verbrauchen, sollte möglichst intelligent und effizient genutzt werden. Die Heizwärmepumpe kann dafür ein geeignetes Instrument sein. Die Anlagentechnik ist auf jeden Fall soweit mittlerweile. Probleme gibt es dann eher bei Lieferengpässen oder dass es eben einen Fachkräftemangel gibt. Auf jeden Fall solltet ihr euch einen kompetenten Partner suchen, der euch alles seriös durchrechnet und das Gesamtsystem mit allen Komponenten möglichst aus einer Hand liefern kann. Das ist vielleicht nicht immer die billigste Lösung, aber auf jeden Fall die, die wahrscheinlich am Endeffekt am günstigsten über die Jahre zu betreiben ist und am zuverlässigsten. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar Tipps und Entscheidungshilfen für eure Heizsituation mitgeben. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wir kümmern uns drum. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.